Vor fast 2000 Jahren war dem griechischen Wissenschaftler Hero von Alexandrien schon die gewaltige Kraft des Dampfes bekannt. Und doch ist erst seit 200 Jahren die Technik so weit fortgeschritten, dass Dampf allgemein genutzt wird und in vielen Betrieben und Anlagen Dampfkessel zu finden sind. Im Laufe der Zeit wurde die Konstruktion der Dampfkessel ständig verbessert. Heutzutage finden sie in vielen Industriezweigen zur Dampfversorgung ihre Anwendung, für moderne verfahrenstechnische Prozesse, für den effizienten Wärmeaustausch und für die Elektrizitätserzeugung. Dampfkessel arbeiten mit höherem Druck als Atmosphärendruck. Aus Sicherheitsgründen ist es normalerweise nicht möglich, das Geschehen im Kesselinneren zu beobachten. Begriffe wie nasser Dampf, Schäumen oder Spucken sind gängige Ausdrücke im Zusammenhang mit Dampfkesseln. Trotzdem haben nur wenige Fachleute die so beschriebenen Phänomene jemals wirklich gesehen. Die tatsächlichen Vorgänge im Kessel blieben vielmehr bis vor wenigen Jahren Gegenstand von Vermutungen. Beobachtbar ist der Wasserstand eines Dampfkessels nur über seine seitlich angebrachten Schaugläser. Da der Wasserstand sich dort recht ruhig zeigt, wird meist angenommen, dass sich der tatsächliche Wasserspiegel im Inneren gleichermaßen ruhig verhält und das auf einem nahezu stabilen Niveau. Für dieses Video haben wir von Spirax Sarco zwei moderne Großwasserraumkessel als Untersuchungsobjekte ausgewählt. Der eine besitzt eine übergroß dimensionierte Kesseltrommel, der zweite ist nach heutigen volumensparenden Gesichtspunkten konstruiert. Dieser Film zeigt folgende Betriebszustände. Normaler Betrieb, Ein- und Ausschalten der Kesselspeisepumpe, Volllast und Überlast und die Auswirkung auf die Niveauregelung, normale und überhöhte Kesselwasserdichte. Sie sehen einen Längsschnitt des ersten Kessels, im folgenden Kessel A genannt. Es handelt sich um einen klassischen Dreizugkessel. Trotz der modernen Ausführung ist er vergleichbar mit Kesseln, wie sie vor 20 bis 30 Jahren gebaut wurden und heute noch eingesetzt werden. Er wurde speziell deswegen ausgewählt, weil er über einen vergleichsweise großen Wasser- und Dampfraum verfügt und damit ein sehr stabiles Verhalten zeigt. Der zweite Dampfkessel, im folgenden B genannt, ist im Prinzip auch ein Dreizugkessel. Der erste und der zweite Zug sind jedoch in einem Flammrohr mit verhältnismäßig großem Durchmesser vereinigt. Der heiße Gasstrom wird am Ende des Flammrohres umgelenkt und strömt an dessen Innenwand zur vorderen Wendekammer zurück. Der weitere Zug ist dann, wie bei Kessel A, ein Rohrbündel. Dieser kompakt konstruierte Kessel ist repräsentativ für heutige, moderne Dampfkessel. Der Nachteil der kompakten Konstruktion ist, dass bei plötzlichen Lastanforderungen der Kesseldruck zunächst absinkt. Der Innenraum des Kessels A. Erkennbar sind das vordere und das hintere Schutzrohr für die Füllstandselektroden. Ein Zuganker erstreckt sich über die ganze Länge des Kessels. Dieser Anker ist auch bei Normalwasserstand sichtbar. Im Inneren des Kessels B ist deutlich an der Oberseite das Mannloch zu sehen. Dahinter befindet sich das Schutzrohr der Wasserstandsbegrenzerelektrode. Die Dampfentnahme liegt zwischen dem Mannloch und dem Schutzrohr. Auch wenn der Dampfauslass nicht direkt sichtbar ist, sieht man doch den Wasserdampf in den interessierenden Betriebszuständen zu diesem Auslass aufsteigen. Die folgende Untersuchung zeigt das Verhalten beider Kessel bei Schwachlast und bei einer Kesselwasserdichte von 3000 Milligramm pro Liter. Selbst bei dieser Schwachlast ist die Wasseroberfläche recht unruhig und auch der Wasserspiegel schwankt ständig. Erkennbar wird auch die Notwendigkeit eines Schutzrohres für die Füllstandselektroden. Es weist in seinem Inneren eine weniger bewegte Wasseroberfläche auf. Dadurch wird eine korrekte Niveauregelung möglich. Kessel B arbeitet unter ähnlichen Bedingungen wie Kessel A. Der Unterschied ist deutlich erkennbar, weit größere Turbulenz und größere Dampfblasen, die sehr schnell platzen. Im Folgenden wird nun der Betriebsdruck des Kessels B von 8 bar auf 3,5 bar abgesenkt. Die Wasseroberfläche ist stark bewegt. Die großen Dampfblasen spritzen Wasser, das in Richtung des Dampfauslasses gezogen wird.
Das Verhalten der Wasseroberfläche ist typisch für einen Dampfkessel, der mit niedrigen Drücken arbeitet. Die Dampfblasen sind größer, weil sie weniger komprimiert werden. Wird die Speisewasserpumpe eingeschaltet, bildet sich Nebel über der Wasseroberfläche. Der Nebel verschwindet sofort wieder, sobald die Pumpe abgeschaltet wird. Dieser Effekt tritt in beiden Kesseln auf. Der Nebel wird durch die vergleichsweise niedrige Temperatur des Speisewassers verursacht, die bei diesen Versuchen etwa 85 Grad Celsius beträgt. Ein interessantes Phänomen ist zu beobachten, sobald die Speisewasserpumpe abgeschaltet wird. Der Nebel verschwindet, aber der Wasserspiegel steigt weiter an. Ursache ist das kühlere Speisewasser, das, solange es zugeführt wird, die Dampferzeugung und damit die Blasenbildung zeitweilig reduziert. Das Wasser muss erst auf Kesseltemperatur aufgeheizt werden, ehe der Kessel seine normale Leistung wieder erreicht. Dieser Effekt ist ein Nachteil jeder Intervallspeisewasserregelung. Er ist weit weniger ausgeprägt bei einer stetigen Speisewasserregelung, bei der das Speisewasser stetig, das heißt proportional zum Dampf- und Wasserverbrauch, zugeführt wird. Der gleiche Effekt wie eben in Kessel B kann auch in Kessel A beobachtet werden. Wegen der Überdimensionierung des Kessels tritt das Ansteigen des Wasserspiegels jedoch nicht so deutlich in Erscheinung. Wird die Dampfentnahme gesteigert, steigt auch der Wasserspiegel. Zuerst Kessel A. Und nun Kessel B. Ursache für das Ansteigen ist der durch die steigende Dampfentnahme abnehmende Kesseldruck. Die Dampfblasen werden größer und treiben den Wasserspiegel in die Höhe. Dieses Ansteigen tritt im seitlichen Schauglas als auch in den Schutzrohren der Niveauelektroden nicht in Erscheinung, da das darin befindliche Wasser nahezu blasenfrei ist. Niveauelektrode und Schauglas zeigen also die wirklich vorhandene Wassermenge. Wird die Dampfentnahme über die Nenndaten des Kessels hinaus gesteigert, wird einerseits der Wasserspiegel unzulässig absinken. Andererseits wird bei Überlast Wasser mit dem Dampf mitgerissen. Das Wasser gelangt in die Dampfleitung und kann dann, zum Beispiel durch Wasserschläge, ernsthafte Schäden in nachgeschalteten Anlagenteilen oder Gefährdung von Menschen verursachen. Aus diesem Grund sollte jedem Kessel ein Dampftrockner nachgeschaltet werden, der das mitgerissene Wasser abscheidet. Salze im mitgerissenen Wasser lagern sich in der Dampfleitung, in Stellventilen, Schmutzfängern, Wärmetauschern und so weiter ab. Korrosion ist die Folge. Im Versuch war zu sehen, wie der Wasserspiegel im Kessel steigt bzw. sich ein Aufwallen zeigt, wenn die Dampfentnahme plötzlich zunimmt. In diesem Zustand ist es nicht selten, dass trotzdem die Feuerung infolge Wassermangelalarm abgeschaltet wird. Um diesen ungewöhnlichen Effekt zu klären, wird Kessel B kurzzeitig überlastet. Innerhalb weniger Sekunden steigt der Wasserspiegel so weit an, dass Wasser in die Dampfentnahme gezogen wird. Sobald die hohe Dampfentnahme zurückgenommen wird, sinkt der Wasserspiegel durch den hohen Wasserverlust bis unter die Niedrigwassermarke. Die Niveauelektrode gibt Alarm und der Brenner wird abgeschaltet. Aber auch bei nicht nachlassender Dampfentnahme wird der Brenner schließlich wegen Wassermangelalarm abgeschaltet. Für Kessel B, dessen Nennleistung bei 2500 Kilogramm pro Stunde liegt, wird die Dampfentnahme auf 3000 Kilogramm pro Stunde gesteigert. Schon wenige Sekunden danach steigt der Wasserspiegel schnell an und Wasser wird in den Dampfauslass gezogen. Nun ist der Wasserspiegel so weit angestiegen, dass sogar das Sichtfenster mit der Kamera überflutet wird. Im seitlichen Schauglas dagegen beginnt überraschenderweise jedoch der Pegel zu sinken. Der Pegel im Schauglas sinkt immer noch, während das Sichtfenster weiterhin überflutet ist. Obwohl der Wasserspiegel im Kessel offensichtlich zu hoch ist, erscheint er doch nur so, denn tatsächlich besteht das Wasser im oberen Bereich im Wesentlichen aus Dampfblasen.
Die Schutzrohre der Niveauelektroden und die seitlichen Schaugläser enthalten jedoch nahezu blasenfreies Wasser. Schaugläser und Niveauelektroden zeigen somit die wirkliche Wassermenge an. Sobald der Brenner abgeschaltet wird, bricht der sichtbare Wasserspiegel zusammen und sinkt so schnell, dass sogar der Zuganker von Kessel A auftaucht. Die Wassermangelelektrode signalisiert nun Alarm. Das folgende Auftreten von Nebel zeigt an, dass die Kesselspeisepumpe eingeschaltet wurde und sich wieder normale Betriebsbedingungen einstellen. Bei Kessel B wurde die automatische Absalzregelung abgeschaltet, sodass die Kesselwasserdichte auf 5600 Milligramm pro Liter ansteigen konnte. Normalerweise wird die Dichte in diesem Kessel auf 3000 Milligramm pro Liter konstant gehalten. Das Erscheinungsbild des Kesselwassers hat sich verändert. Die Blasen auf der Oberfläche haben ein schaumiges, cremiges Aussehen. Sie sind kleiner und platzen langsamer als bei normaler Wasserdichte. Die Wasseroberfläche erscheint ruhiger. Unter diesen Bedingungen kann selbst bei normalen Lastbedingungen, Kesseldruck 8 bar, das Ansteigen des Wasserspiegels nach Abschalten der Kesselspeisepunkte zu Problemen führen. Innerhalb von Sekunden steigt der Wasserspiegel so weit, dass Schaum in den Dampfauslass gezogen wird. Der Kessel produziert nassen Dampf mit allen erwähnten Problemen. So ist, selbst bei mäßiger Dampfentnahme, eine zu hohe Kesselwasserdichte Ursache für ein Schäumen und Spucken des Kessels und damit Ursache für mitgerissenes Wasser. Dieses Spirax-Sarko-Video hat das Verhalten von Dampfkesseln gezeigt. Unter normalen Bedingungen, beim Ein- und Ausschalten der Kesselspeisepumpe, bei Volllast und Überlast, die Auswirkungen von normaler und überhöhter Kesselwasserdichte. Das Video hat gezeigt, wie wichtig es ist, auf den korrekten Einbau der Niveauelektroden zu achten. Die richtigen Geräte sorgen für einen stabilen und effizienten Betrieb. Die Kesselwasserdichte ist unbedingt in dem vom Kesselhersteller empfohlenen Rahmen zu halten. Die technischen Regeln für Dampfkessel, vor allem TRD 611 und TRD 604, sind zu beachten. Als international führende Firma in der Dampf- und Kondensattechnologie konnten wir von Spirax-Sarko Ihnen sicher einen interessanten Einblick in das Verhalten von Dampfkesseln geben. In allen Fragen der Praxis zu Aus- und Umrüstung von Dampfkesseln, zu Niveauregelung, Abschlammen und Absalzen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung, weltweit. Unser TÜV-geprüftes Kesselhausprogramm bietet auch für Ihre Anwendung die richtige Ausrüstung.